Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurang und diese Therapie ist kostenlos. Wir seien hier im zweiten Akt und müssen aus dem Gefängnis entfliehen, das in 7,5 Kilometer Höhe. Könnte ich mich abseilen? Okay, wir haben schon gesehen, dass da was zum Klettern ist. Legt dort ihre Eier ab. So. Sie schlüpfen. Ich die Mauern sind dünn. Sie sehen alles. Okay. Sie kommen durch die Mauern. Der hat auch schon mal seinen Abschiedsbrief geschrieben. Vogelleser. Der Käfig hat kein verschlossenes Tür, doch die Raksha warten auf dich. Die Spinnengift brennt stärker, wenn sie in der Nähe sind. Flüchte nicht aus dem Käfig, kleiner Vogel, bla bla. Ja, dann könnte ich runterklettern. Okay. Schön. Also, hier kommen wir nicht weiter. Da drüben haben wir uns umgeguckt. Da gibt es auch einen Brief. Da kommen wir auch nicht weiter. Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Okay. Anhänger von Kalilak. Das war eine große Zivilisation. So, eins wird mal, direkte Konfrontation müssen wir vermeiden. Okay. Die Frage ist... Okay, der ist gerade mit dem schön beschäftigt. Da halten wir uns von dem fern. Weil wir können uns nicht verteidigen, wir haben nichts da. Ich hoffe mal, der hat uns jetzt nicht gesehen. Das wäre uncool. Ja, ich habe nämlich keinen Plan, wie wir an dem vorbeikommen sollen. Oh. Okay. Sind auf alle Fälle schon mal ein Stückchen weiter als vorher. Guck mal, gibt nichts zu looten. Keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Und wo ich was finden soll. Okay, da ist er. Hier finden wir auch gerade nichts. Ah, hier sind wir auf der anderen Seite von dem zerstörten Gitter. Nix da. Irgendwo müssen wir doch was finden. Um besagten Enterhaken zu bauen. Ne, hier kommen wir auch nicht weiter. Das wäre doch super, wenn Enterhaken, aber nee, kann man nicht benutzen. Ich höre den Tapsen und das macht mir nervös. Also wieder hier Entdeckung. Okay, mal da oben vielleicht was. Nee, nur eine Lampe. Das Geschrei geht mir auch ein Piss. Okay, hier kommen wir auch nach oben. Der sieht auch ungesund aus. Aber da blinkt was. Das will ich haben. So, damit haben wir jetzt was. Können wir damit auch kämpfen? Nein, können wir nicht. Der meint hier lang. Das Problem, dass das auch alles ziemlich schlecht zu sehen ist. Okay, da ist er. Das Problem ist, wir können nichts tun, wenn er uns einmal gesehen hat. Das nervt jetzt gerade tierisch. Ich mag diese Folge jetzt schon nicht. Nicht so schön. Weil wir müssen sehen, mal irgendwie, also auf alle Fälle wissen wir jetzt schon, oder auch nicht,
Okay. Alles klar, wir wissen, wo wir lang müssen. Ja, da geht's runter, das wissen wir auch. Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Okay. Anhänger von Kalilak. Das war eine große Zivilisation. Nicht der jämmerliche Pöbel des heutigen Kyrat. Die Frage ist, haben wir ohne Möglichkeit zu sehen, wann, wo der ist. Weil persönlich ist das ganze Gezuckung so ziemlich kacke. Ja, wir haben auch nichts. Na, dann nehmen sie null. Obwohl, verringert Schaden durch Kugeln, Nahkämpfe, Gegner, Tiere, Rennen und Schwimmen schneller, doppelten Schaden. Alles nichts, was wir gebrauchen könnten. Okay. Wo will er hin? Er geht nach da. Das ist gut. Und wenn er nach da geht, gehen wir nach da. So. Ein bisschen was haben wir ja schon gelernt. Wir müssen jetzt irgendwie da oben lang. Auf alle Fälle, das Gezucke und Geblinke sagt uns, dass der irgendwie da in der Nähe ist. Die Frau. Und das Geschrei sagt uns das auch. Der Problem ist, ich weiß nicht, wo der hingeht. Ob der nach rechts, links, hoch, runter geht. Auf alle Fälle kriegst du in der Hütte eine Klatsche. Ah ja, hier hoch. War super. Toll, das haben wir, ach ne, das haben wir noch nicht. Wir haben auch keine Map, das ist das nächste Problem. Die Frage, wohin? Auf alle Fälle scheint er nicht hier zu sein. Und das scheint gut zu sein, dass er nicht hier ist. Okay, wir gehen mal ganz vorsichtig in die Richtung hier. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist er uns letztens über den Weg gelaufen. Ich hoffe mal, wir haben ein bisschen. Okay. Ach, alles klar. Das sieht doch mal gut aus. Wir haben etwas geschafft. Mapagan, mein König. Ich hätte alles für ihn getan. Doch deine Mutter führte ihn in die Irre. Okay. Ich hoffe mal, es gab einen Checkpoint, weil sonst wäre kacke. Und seine Liebe zu Ishmari hat ihn schließlich zerstört. Ich habe keinen Bock, das alles normal zu machen. Aber auch komisch, dass auf einmal die Tür aufgeht, nur weil wir das Tink da gefunden haben. Oh, hier ist die Küche sozusagen. Die Küche haben wir auch gefunden jetzt. Stromkabel auch super. Schade, dass man nicht fokussieren können. Und zu sehen, was der da treibt. Auf alle Fälle spackt der da rum. Ich weiß nicht.
Tanzt ihr da oder geht ihr irgendwann nochmal? Oh, auf alle Fälle sind wir da zu dicht. Okay. Komische Göttin hier wieder. Weiß nicht, ob das alles gesund ist, was wir hier treiben. Oder ob uns das weiterbringt. Weil eigentlich müssen wir ja noch was finden. Und das habe ich noch nicht. Ah ja, da ist ein Seil. Super, wir haben das Seil. So, die Frage ist, wie kommen wir am besten? So, einfach mal flüchten hier. Machen wir mal die Rennenummer. Ich weiß nicht, ob das uns weiterbringt. Ah, hier waren wir vorbei. Gehen wir hier weiter lang durch. Da ist die Gittertür. Das könnte was werden. Und es geht runter. Sind auf alle Fälle einen Schritt weiter. Haben es geschafft, der Sache erstmal grob zu entkommen. Und müssen jetzt finden, wo wir jetzt weiter müssen. Ah, da drüben. Da drüben sieht gut aus. Genau, den da. Als er mehr und mehr verzweifelte, fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalinak. Okay. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Rakshasa und werde neu geboren. Genau wie Kalinak damals. Eindeutig zu viel Drohung, die Jungs, ja. Und ich vollbringe, woran Pagan scheiterte. Ich erschaffe eine große Zivilisation hier in Pyrat. Okay. Wechselt, erstmal gewechselt. Und wir sind auf alle Fälle unten. Also, das ist doch mal schon ein deutlicher Schritt weiter als vorher. Okay. Okay. Ich hoffe mal, das Ganze geht ja nicht so auf Zeit. Weil auf Zeit schwingen und sowas habe ich keinen Bock. Weil das geht meistens dann in die Hose. Ah, der schwarze Zeug zeigt uns so ein bisschen den Weg. Gerade habe ich gemerkt. Aua. So. Ist ja nicht mehr so weit. Sind ja fast unten. Haken lösen. Diese Richtung. Einfach immer den Weg nach unten folgen. Wann wir unten ankommen, das weiß ich aber heute noch nicht, weil wir sind nämlich durch mit Let's Play Far Cry, Far Cry 4, sind aus dem Gefängnis erstmal gekommen und sind ja beim Abseilen. Ich hoffe mal, das läuft soweit alles prima und keiner vermisst uns da oben, weil sonst würden sie uns suchen. Wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, dann müsst ihr mich auch suchen und morgen kommt die nächste Folge von Let's Play Far Cry 4. Bis dahin, ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.